Hallo, mein lieber Wassermann, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Wassermann. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Wenn du mit den allgemeinen Informationen zu meinen Legungen bereits vertraut bist, überspringe gerne das Intro. Den Zeitstempel für den Beginn dieser Legung findest du wie immer unten in der Infobox. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Wassermänner. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Wassermann, es geht hier bei dir aktuell um eine Entscheidung. Das dürfte hier keine leichte Entscheidung sein. Das zum einen, weil es hier liegt und wenn sich hier die Gedanken um eine Entscheidung drehen, dann dürfte das ein Thema sein, wo es hier darum geht, wo es hier auch darum geht, was ist hier die beste Entscheidung für dich? Was ist hier die richtige Entscheidung? Schwingt hier auch mit. Und es geht sehr viel, es geht um irgendetwas Unruhiges und diese Entscheidung oder ein unruhiges Thema. Und diese Entscheidung ist notwendig, damit du hier in eine Stabilität kommst. Das kann jetzt sein, dass du hier vielleicht bei irgendeiner Thematik zwischen zwei Stühlen befindest, also sprichwörtlich gesehen. Es ist ja ein Für und ein Wider, also du weißt, wenn du dich für das eine entscheidest, entscheidest du dich auch automatisch gegen das andere. Das ist dann natürlich logisch, dass einen das beschäftigt, weil diese Entscheidung offenbar auch Konsequenzen hat. Aber sie steht an. Ich bin schon gespannt, ob wir hier noch mehr dazu erfahren. Vielleicht kommt hier der ein oder andere Impuls, für dich heraus, der dir vielleicht helfen könnte, für dich deine richtige Entscheidung zu fällen. Was ich hier noch habe, ist eine gute Nachricht. Mein lieber Wassermann, bezüglich dieser Angelegenheit zeigt sich ein Ausweg, ein Schlupfloch. Diese Lösung, um die es sich hier dreht, die existiert, sie ist irgendwo auch schon da, sie ist irgendwo greifbar. Die Sache ist nur die, man erkennt sie nicht auf den ersten Blick. Das ist ein bisschen versteckt. Vielleicht geht es hier darum, zwischen den Zeilen zu lesen. Vielleicht geht es auch darum, sich aus der Situation herauszunehmen, das Ganze auf einer Art, aus einer sachlichen Perspektive zu betrachten. Ich weiß jetzt nicht, um welchen Lebensbereich es hier geht bei dieser Entscheidung. Das kann etwas komplett Privates sein, das kann etwas Berufliches sein, das kann eine finanzielle Angelegenheit betreffen. Das kann natürlich auch sein, dass es hier um mehrere Kontakte geht bei dir. Es kann aber auch etwas ganz anderes sein. Es ist auf jeden Fall wichtig, diese Entscheidung zu treffen und die Antwort ist relativ nahe, ist vielleicht nicht das, was du erwartest, aber es geht hier, denke ich, auch darum, die Erwartungen loszulassen und sich dem Gefühl hinzugeben, wie fühlt es sich an, wenn sich das auch eben zu deinen Gunsten hier aufgelöst hat. Auch das könnte dir helfen zu erkennen, was die Lösung ist. Ich glaube,
Die Lösung ist sogar einfacher, als du jetzt vermutest. Weil du hier sehr stark grübelst, habe ich auch das Gefühl. Aber das ist verständlich, mein lieber Wassermann, denn diese Entscheidung ist auch wirklich wichtig, so wie ich das sehe. Jetzt haben wir hier noch Folgendes von außen betrachtet. Von der Außenschau her kann man hier erkennen, dass es Unterstützung gibt. Die Frage ist nur, ob du das auch erkennst oder ob du diese Unterstützung annehmen kannst, ja. Es ist auf jeden Fall mindestens eine Person in deinem Feld, die an deiner Seite ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich hier um eine männliche oder um eine weibliche Unterstützung handelt. Das ist auch irrelevant, ja. Es ist in meinen Legungen immer geschlechtsneutral zu sehen. Unterstützung ist da. Ja, also das kann auch sein, dass das hier vielleicht ein Expertenrat sein könnte, wenn es bei dir um ein ganz spezielles Thema geht. Es kann natürlich auch jemand aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis sein, vielleicht auch jemand aus der Familie. Kann natürlich auch sein, wenn du in einer bestehenden Partnerschaft lebst, dass sich hier dein Partner anbietet, ja, Partner, Partnerin. Schauen wir mal in die Blockaden, die hier aktuell hochgefahren sind. Diese Blockaden sind jetzt auch bereit, aufgelöst zu werden, sorgen hier und da für Verzögerungen oder den ein oder anderen Stillstand. Und wenn diese Blockaden aufgelöst sind, stellt sich üblicherweise ein Gefühl der Erleichterung ein, beziehungsweise kommen deine Angelegenheiten wieder mehr und mehr in den Fluss. Und wir holen uns jetzt mal ins Bewusstsein, worum es denn hier geht. Wo stellt sich hier etwas quer? Und anschließend schauen wir wie immer die Lösungsimpulse vom Universum an, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Ja, und jetzt kommt hier eben, das habe ich nämlich jetzt vorhin schon gesehen, wie ich mir die Außenschau angeschaut habe, dass es hier um diese Hilfe geht. Das scheint hier irgendwo auch blockiert zu sein, ja, also es kann sehr gut sein, dass dir vielleicht auch schon Hilfe angeboten wurde und du hast vielleicht aus Höflichkeit abgesagt oder hast gesagt, dass du brauchst es nicht, das kann auch sein, also Hilfe ist auf jeden Fall da, das sehe ich auch in den Blockaden und das liegt hier auf deiner Ebene, was bedeutet, dass du dich vielleicht der Hilfe noch nicht geöffnet hast, dass das möglich ist oder dass du es vielleicht aktuell abgelehnt hast, ja. Es geht bei dieser Hilfestellung nämlich auch um Folgendes, das würde hier auch eine neue Möglichkeit eröffnen, ja. Das ist hier offenbar ein Schlüssel, um hier ans Ziel zu kommen, was diese Entscheidung betrifft. Was hier aber hinderlich ist, mein lieber Wassermann, ist, dass du hier sehr ruhelos bist. Du bist sehr unruhig aufgrund dieser Angelegenheit, um die es sich hier dreht und kannst hier, glaube ich, aktuell schwer einen klaren Gedanken fassen. Es kann aber auch sein, dass du sehr unter Strom stehst, dass du aktuell generell viel zu tun hast und vielleicht dich noch gar nicht der Thematik Hilfe annehmen geöffnet hast. Ja, das kann auch sein. Also insgesamt ist hier einfach eine Unruhe zu spüren, zu sehen im Zusammenhang mit dieser Sache, die eben verhindert, dass hier Hilfe in dein Feld kommen kann. Das ist jetzt aber an sich nichts Schlimmes oder Negatives. Es geht ja auch darum, sich das bewusst zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, Hilfe anzunehmen. Das heißt nicht, dass die Person, die hier in Kontakt mit dir treten möchte oder dich unterstützen möchte, dass diese Person dann die ultimative Antwort hat. Es kann auch sein, dass du mit dieser Person ein Gespräch führst oder dass diese Person dir irgendetwas vorschlägt und du merkst, nein, genau das Gegenteil ist für mich richtig, ja. Aber der Kontakt mit dieser Person ist entscheidend. Es kann natürlich auch sein, dass diese Person deine Situation sehr gut kennt, das von außen betrachtet und dir die Lösung sagt. Ich
denke, es geht hier auch um eine, es könnte hier auch um eine Art Wahrheit gehen, wo du dir im ersten Moment denkst, nein, das möchte ich so nicht, ja, also dass du hier vielleicht ein bisschen Zeit brauchst, um diese Hilfestellung eben anzunehmen. Das wird hier bei jedem sehr, sehr unterschiedlich sein, mein lieber Wassermann. Wichtig ist hier einfach, dass du hier in deine Ruhe kommst, beziehungsweise dass du erkennst, wenn du hier Hilfe annimmst, dann reduziert sich diese Unruhe vermutlich um ein großes Stück von ganz alleine, ja, weil du das dann hier nicht mehr ganz alleine trägst. Wir haben hier noch ein Thema, mein lieber Wassermann, und hier geht es um ein Schweigen. Das Schweigen ist in dieser Angelegenheit für dich eher schadhaft. Ich habe die Vermutung, also es gibt hier wieder mehrere Optionen. Bitte sortiere das dementsprechend in deine individuelle Situation ein. Ich habe hier die Vermutung, dass du hier etwas nicht aussprichst. Es kann natürlich auch sein, dass jemand, der mit dieser Sache zu tun hat, hier irgendetwas nicht ausspricht. Hier können wir einfach erkennen, dass ein Schweigen und nicht darüber reden und also dass das hier sich eher negativ auswirkt, ja. Es handelt sich hierbei auch vermutlich um ein Bedürfnis deinerseits, das hier nicht ausgelebt werden kann oder das du nicht aussprechen möchtest, ja. Jetzt geht es hier aber auch darum, sich zu fragen, ob das Sinn macht, hier weiter zu schweigen, ja, also das ist hier entscheidend. Das heißt nicht, dass du jetzt jedem dein Herz ausschütten sollst, also dazu raten die Karten jetzt nicht direkt, aber es geht hier mehr darum, über irgendetwas wird hier nicht gesprochen mit einer bestimmten Person und dementsprechend kannst du natürlich hier diese Blockade fallen lassen, indem du hier dein Bedürfnis äußerst. Es kann, wie gesagt, natürlich auch sein, dass das hier genau andersherum ist, dass dir gegenüber jemand schweigt und bestimmte Informationen nicht preisgibt. Es kann natürlich auch ein beidseitiges Schweigen sein, aber es wird hier irgendein wichtiges Detail nicht besprochen und das ist wichtig. Also in dieser Angelegenheit ist Schweigen nicht Gold, ja, also das kommt auch immer wieder vor. Wenn wir hier über irgendetwas Bestimmtes, was uns quält, wenn wir hierüber nicht sprechen, dann kann sich hier auch nichts verändern. Also hier geht es um einen Informationsfluss, um eine Kommunikationsblockade. Dann haben wir hier noch eine Engelszahl im Bereich des Umfeldes liegen in den Blockaden. Wir haben hier die 444. Die 444 steht in meinen Legungen dafür, dass dein Weg beschützt ist. Also du bist hier gerade auf einem, ja, etwas mühsamen Streckenabschnitt, mein lieber Wassermann, aber hier soll sich etwas ändern, ja. Eine Engelszahl, wenn du meine Legungen bereits kennst, dann weißt du es vermutlich schon. Eine Engelszahl in einer Legung bedeutet auch immer, dass du am absolut richtigen Weg bist. Das ist hier ist ein schicksalhafter Zyklus im Gange und wichtig ist eben auch, dass du informiert bist. Diese Phase, die endet natürlich wieder, die soll auch enden, das soll hier kein Dauerzustand bleiben, vor allem wenn es hier um eine Entscheidung geht, dann weißt du es vermutlich selber, dann wird die früher oder später, wird man die treffen müssen. Ja, und die 444 zeigt hier an, dass du beschützt bist, zeigt auch an, dass hier eine Veränderung in Vorbereitung ist. Das betrifft hier offenbar das Umfeld. Also hier geht es um eine Veränderung, die bald auf dich zukommen soll, ja, weil als nächstes kommt dann die 555. Dementsprechend ist es jetzt auch wichtig, sich darauf vorzubereiten, ja. Noch einmal, diese Veränderung ist zu deinen Gunsten und betrifft das Umfeld. Du hast es hier eben in der Hand, in welche Richtung diese Veränderung dann geht und deshalb bekommst du hier auch die 444. Da ist hier aktuell noch etwas blockiert, ja.
Was bedeutet, du sollst dich hier einer Thematik zuwenden, die wichtig ist, damit die 444 sich möglichst auch zu deinen Gunsten entfalten kann. Und wir schauen jetzt mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Es geht hier im Umfeld um eine etwas unangenehme Sache. Ich glaube, es könnten hier auch mehrere Themen sein. Da möchte ich jetzt bitte noch eine Information haben. Es geht hier darum, es gibt hier offenbar ein paar Themen, die du vermutlich, also entweder ein paar Themen mit einer Person ganz speziell, oder es gibt hier mehrere Themen mit mehreren Personen. Auch das wird sich hier, wird hier bei jedem ein bisschen anders sein. Wichtig ist, damit die 444-Energie sich entfalten kann, dass du dir bewusst machst, was hier los ist. Es geht hier um zwischenmenschlichen Kontakt, der ein bisschen mühsam ist, ja, wo du hier vermutlich deine Bedürfnisse nicht kundtust. Es kann sein, dass hier vielleicht die ein oder andere Person ist, um die sich vielleicht auch immer alles drehen muss oder die von der Art her einfach so ist, dass es sich immer um die Belange dieser Person dreht. Das heißt aber nicht, dass diese Person oder diese Personen böse Menschen sind. Es geht hier darum, dass auch du dir Raum verschaffen sollst, deine Bedürfnisse zu äußern, denn das beschäftigt dich hier sehr. Das macht hier auch einiges sehr, sehr schwer. Ja, hier ist doch eine sehr, sehr schwere Energie. Und durch dieses Nicht-Aussprechen, was du eigentlich möchtest, entsteht hier auch eine Unklarheit. Und die kannst du hier auflösen, eben von deiner Seite aus, dass du hier beginnst, dich damit zu beschäftigen, was stört dich, denn es gibt hier ein paar Dinge, die stören dich, die nimmst du hin. Und ich glaube, dass das Gegenüber, dass die das teilweise gar nicht wissen, dass dich das stört oder dass diese Person das vielleicht gar nicht weiß. Da ist es eben, wie wir auch hier in den Blockaden gesehen haben, sehr wichtig, darüber zu sprechen. Ja, es kann auch sein, dass du hier einfach Rücksicht nehmen wolltest, nur auf Dauer ist es einfach nicht gut für dich, mein lieber Wassermann. Und da geht es eben darum, dass du das angehst, denn genau das führt dann dazu, dass sich die 444 schön entfalten kann, dass du hier in deine Klarheit kommst und dann eben eine Veränderung in dein Feld kommen kann. Das hier wird vermutlich ein Prozess sein, das wird ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber das lohnt sich in jedem Fall. Und durch dieses Schweigen weiß man auch nicht so recht, woran man beim anderen ist und auch umgekehrt. Ja, also das ist hier schon sehr, sehr wichtig. Das ist hier, denke ich, auch etwas, was sich vermutlich bei einigen hier über mehrere Jahre angestaut hat. Und jetzt ist es einfach Zeit, dass das hier aufgelöst wird. Vielleicht geht es hier auch darum, Gespräche zu führen. Das heißt jetzt nicht, dass es hier um Kontaktabbrüche in weiterer Folge geht. Das glaube ich nicht, aber es ist wichtig, genau so bezüglich dieser Angelegenheiten mit offenen Karten zu spielen, damit man sich hier eben auch ansehen kann, gibt es hier eine gemeinsame Zukunft oder nicht. Egal, ob das hier ein Familienmitglied ist, um das es sich hier dreht im Umfeld, ob das jemand aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis ist, das kann natürlich auch eine Partnerschaft betreffen. Auch da kann sich über die Jahre einiges anstauen, was nicht ausgesprochen wird, aber sehr hilfreich für die Partnerschaft wäre, eben auszusprechen. Auch das ist ein ganz normaler Klassiker eigentlich bei solchen Themen. Es kann natürlich auch etwas im beruflichen Umfeld sein, ja. Es kann natürlich auch eine ganz andere Konstellation betreffen, wo sich hier einfach etwas angestaut hat. Und das ist etwas, was dich eben belastet und das kannst du hier Schritt für Schritt selbst auflösen. Ja, das ist schon sehr, sehr wichtig, denn die 444 deutet eben auch darauf hin, dass hier eine wichtige Veränderung ansteht. Das ist etwas, was du dir auch wünschst.
Schauen wir mal weiter. Auch hier haben wir den Impuls vom Universum, du sollst dich dem zuwenden oder du sollst dahin sehen, wo es gerade nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Ja, das kann auch sein, dass hier Erwartungen enttäuscht wurden. Vielleicht geht es ja auch für den einen oder anderen um gebrochene Versprechen und dass es einfach schmerzhaft ist, hier hinzusehen und das Ganze in so einem Schwebezustand bleibt. Ja, also ich vermute, das kann hier bei dieser Entscheidung dreht es sich hier sehr stark um Klarheit. Ja, also egal welches Thema, egal welcher Lebensbereich das hier bei dir ist, aber es geht hier um eine Klarheit, weil das Unbekannte oder dieses Nicht-Hinsehen oder Schweigen bezüglich einer Sache hier jetzt mehr inneres Leiden verursacht, als eine klare Entscheidung zu fällen oder sich dem zu stellen. Es ist natürlich logisch, mein lieber Wassermann, niemand schaut da gerne hin, wo etwas nicht so läuft, ja, vor allem wenn sich hier etwas angestaut hat, tendiert man gerne dazu, dass man das ein bisschen auf die lange Bank schiebt oder dass man da eine Pausetaste im Inneren drückt. Nur wird diese Sache dadurch auch nicht geklärt oder auch nicht aufgelöst. Es kann auch sein, dass es sich hier um eine Enttäuschung dreht. Es kann auch sein, dass es sich hier, dass dir hier irgendwann mal jemand in den Rücken gefallen ist und diese Sache nie besprochen wurde. Das kann auch sein. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass du dich dem zuwendest, dass du hier für dich auch annimmst, was hier geschehen ist. Das ist etwas aus der Vergangenheit auf jeden Fall. Du weißt bereits auch, was das ist, ja. Und das ist hier auch einfach ein Thema und ich habe das Gefühl, es gehört hier auch zusammen. Das heißt nicht, dass man in die Vergangenheit starren soll und daran festhalten soll. Es geht hier mehr darum, das anzunehmen, was geschehen ist. Denn genau das wird dir hier helfen, deine Entscheidung zu treffen, so wie ich das hier sehe. Dann haben wir hier noch einen Impuls, mein lieber Wassermann, und hier geht es darum, zu erkennen, dass die Vergangenheit hinter dir liegt. Ja, es geht hier anscheinend um irgendwelche Erinnerungen oder um mehrere Vorfälle, die dich nach wie vor beschäftigen, was auch absolut verständlich ist. Aber hier soll sich jetzt demnächst eine Veränderung breit machen und die wird viel Platz brauchen in deinem Feld. Dahingehend ist es jetzt wichtig zu erkennen, gut, das liegt hinter mir, das ist geschehen, aber es ist nicht mehr im Hier und Jetzt. Es ist dort hinten, es ist in der Vergangenheit. Es ist meine Vergangenheit, aber meine Zukunft ist eine andere. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, denn genau das kann dir dabei helfen zu erkennen, also wenn du noch nicht weißt, wer dich hier unterstützen könnte, genau diese Einstellung kann dir hier helfen, dass du erkennst, wen du hier ins Vertrauen ziehst, ja, beziehungsweise dann auch diese Lösung wahrnehmen kannst. Egal, ob die Person dir diese Lösung präsentiert oder ob du durch ein Gespräch oder durch Gespräche oder Kontakt mit dieser Person für dich selbst erkennst, was deine Lösung ist. Es ist auf jeden Fall etwas, was zu dir kommen soll. Du sollst es auch erkennen, auch wenn es auf den ersten Blick eher unscheinbar ist. Ja, also es kann auch sein, dass diese Lösung so unglaublich einfach ist, dass man das gar nicht glauben kann. Also das würde ich dir auf jeden Fall wünschen, denn einfache Lösungen sind immer wunderbar in meinen Augen. Wir schauen jetzt auf jeden Fall noch in die Tendenz, was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier haben wir auf deiner Ebene den Hinweis, dass es jetzt an dir liegt, wie die Tendenz hier aussieht. Denn hier haben wir den Hinweis, wenn du hier, es hängt von deinen Handlungen jetzt ab, ja. Vor allem auch bezüglich Hilfe annehmen oder
Einfluss von außen sich anhören zumindest, hängt von dir ab, denn es wird sich hier erst etwas verändern, wenn du hier Schritte setzt, ja, also und das, also es wird vermutlich, also diese Entscheidung, die muss offenbar von dir getroffen werden, das kann man dir hier nicht abnehmen, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht hören möchtest, aber es ist eher unwahrscheinlich. Es geht ja auch nicht darum, irgendetwas zu übereilen, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob hier ein Zeitfaktor mitschwingt. Es geht ja auch um dein Wohlbefinden. Es geht ja einfach darum, und du hast es hier in der Hand. Und sobald du entscheidest, dass das vergangen ist, kannst du hier auch mit einem gewissen Abstand auf diese Sache schauen. Und diese Unklarheit lässt sich dann eben dementsprechend auflösen. Was hier eben auch sehr hilfreich sein könnte, ist, wenn du das hier nicht alleine machst, ja, also das könnte hier auch viel Druck herausnehmen. Dann haben wir hier einen Reifeprozess in der Tendenz liegen, vor allem was dieses Schweigen betrifft und dieses, ja, also dieses, es kann auch sein, dass es hier darum geht, dass dieses Schweigen dazu geführt hat oder dass du eben, weil du geschwiegen hast, dass das hier das ein oder andere dann geschehen lassen hat. Ich meine, das macht jetzt niemand absichtlich, mein lieber Wassermann. Du hast hier, denke ich, mit dem besten Gewissen gehandelt, aber das Schweigen hat sich jetzt einfach oder stellt sich mittlerweile als schadhaft für dich heraus. Und dieses Annehmen, was hier los ist oder was geschehen ist, kann eben auch dazu führen, dass sich hier etwas verändert in dir. Denn ich glaube, es geht hier, wenn wir hier weiterschauen, es geht hier sehr viel um Kommunikation. Hier soll sich bereits etwas verändern. Du beginnst hier die Vorbereitungen für die Veränderung, die hier ansteht, bereits zu treffen. Und wir haben hier, was dein Umfeld betrifft, die Information, dass es hier um Kommunikation geht in der Tendenz. Also dieses Schweigen soll gebrochen werden. Das bedeutet, dass du hier, also kann sehr gut sein, laut Tendenz, dass du hier beginnst, über diese Themen zu sprechen, die dich einfach auch belasten. Das kann auch dazu führen, dass sich hier dann auch diese Lösung präsentiert, weil hier mehr Klarheit hereinkommen kann. Also es kann hier sehr gut sein, dass die ein oder andere Verbindung hier gestärkt und gefestigt wird. Es kann natürlich auch sein, dass man hier erkennt, dass man das Gegenüber eigentlich gar nicht kennt und dass man sich hier nicht so wohl fühlt. Ja, das kann natürlich auch sein, aber wir haben hier insgesamt eine sehr friedliche Stimmung in der Tendenz. Also hab keine Angst davor, solltest du merken, okay, ich verstehe mich mit dieser Person irgendwie nicht so, wie ich es erhofft hatte. Es wird hier nicht schwierig für dich sein oder nicht schrecklich für dich sein. Es wird hier eher mehr eine Erleichterung sein, dass du weißt, was du möchtest oder dass du weißt, woran du bist. Ich denke, ich tendiere aber mehr dazu, dass man hier vielleicht auch irgendetwas aushandelt, das kann auch sein, aber dass man sich hier neu begegnen kann, neu kennenlernen kann. Und das ist hier offenbar eine sehr, sehr wichtige Vorbereitung, ja, dass hier irgendein altes Thema endlich aufgearbeitet wird, das dich vermutlich schon lange, lange beschäftigt, und du eben auch diese Entscheidung treffen kannst, was dazu führt, dass hier offenbar sehr, sehr bald eine wichtige Veränderung stattfinden wird. Vermutlich betrifft das hier andere Personen, aber es hängt auch davon ab, dass du das Ganze eben startest. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.